Garantiert hat Ihr Tag heute Morgen im Badezimmer begonnen und ich hoffe, Sie haben sich wohlgefühlt. Der eine mag es lieber poppig bunt im Badezimmer, der andere eher schlicht, nüchtern und funktionell. Wie auch immer, Fakt ist, die Gestaltung der Fliesen ist der Mode unterworfen. Aus Fliesen können Handwerker wahrhafte Wellness-Oasen zaubern. Seit 25 Jahren gibt es die Fliesenlegerinnung Mittelrhein. Aus diesem Anlass findet jetzt im Landesmuseum Koblenz auf der Festung Ehrenbreitstein eine Ausstellung statt. Die Faszination der Fliese. Ob bunt, einfarbig, künstlerisch, schmal, breit, groß oder klein, bei der aktuellen Schau im Landesmuseum dreht sich alles um die Fliese. Ausstellungsmacher und Handwerker legen letzte Hand an, denn ab Freitag zeigt sich die Fliese hier von ihrer besten Seite. Nicht nur die Arbeitstechniken, auch die Werkstoffe haben sich erheblich geändert. Und für den Verbraucher ist dies am sichtbarsten an den Trends und Stilrichtungen. Und das ist Zeitgeschichte, was hier geschrieben wurde. Vom nüchternen Charme der 50er und 60er Jahre über farbenfrohe Dekore in den 70ern zu experimentierfreudigen Formen in den 80ern bis hin zum ewig zeitlosen Bauhausstil. Die Fliese ist Sinnbild für das Lebensgefühl ihrer Zeit. Wir marschieren durch die Jahrzehnte von den 50er Jahren, also der unmittelbaren Nachkriegszeit, bis in die unmittelbare Gegenwart. Und im Grunde genommen liefern wir eine kleine Designgeschichte zur Entwicklung der Fliesen in diesen Jahrzehnten. Die 70er, die waren ganz besonders wild. Da war alles erlaubt. Es war kunterbunt und das Ganze kommt so ein bisschen wieder. Wir haben wieder diese kräftigen Farben. Wir haben aber auch andererseits genau den Gegentrend, dass dieses mehr puristische, im Bauhausstil gestaltete Bad oder Ambiente halt eben heute angesagt ist. Nicht nur die Fliese geht mit der Mode, sondern auch das Handwerk hat sich modernisiert. Längst gehören computergestützte 3D-Animationen zum Kundenservice von heute. Vorher sehen, was hinterher Sache ist. Formen, Farben, Fugen. Der Fliesenleger von heute arbeitet nicht nur handwerklich, sondern ist auch kreativer Berater in Sachen Design und Funktion. Die meisterhafte Umsetzung solcher Fliesenwelten von heute macht Appetit auf mehr. Wir sehen hier die Leistung des Fliesenlegerhandwerks und da, wo wir in den 2000er Jahren angekommen sind, machen wir auch, glaube ich, ein bisschen Geschmack für jeden Verbraucher, einfach mal zum Fachhandwerker zu gehen und beim Fliesenlegermeister mal zu schauen, was man alles machen kann. Und so bringt der Organisator die Idee der Ausstellung auf den Punkt. Lust auf Fliese. Wen jetzt die Lust packt, die Ausstellung Farben, Fugen, Formate, 60 Jahre Faszination Fliese, läuft bis Anfang Oktober. Das Landesmuseum Koblenz hat täglich von 9.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Die Fliesenausstellung findet man in der Kirche auf der Festung Ehrenbreitstein. Die Fliese mal ganz anders und im Mittelpunkt. Herr Scherhack, was hat die Handwerkskammer Koblenz mit der Ausstellung zu tun? Ja, das Fliesenlegerhandwerk ist ja ein großes Handwerk, ein bedeutendes Handwerk innerhalb des Baugewerbes. Und wir unterstützen natürlich unsere Handwerke, indem wir Ausstellungen unterstützen. Wir haben diese Ausstellungen gemeinsam mit dem Museum gemacht. Ich finde das fantastisch, weil gerade dann die Berufszweige auch in der Öffentlichkeit dargestellt werden. Und deshalb ist die Ausstellung wohl auf der Festung besonders gut. Die alten Ägypter hatten schon Fliesen, Fliesen wird es immer geben. Also Herr Scherhack, Fliesenleger, ein Beruf mit Zukunft? Ja, Fliesenleger ist ein Beruf mit Zukunft. Wenn man auch überlegen muss, dass es zwar bei den Ägyptern das schon gab, aber die Fliese als solche ist vor 150 Jahren etwa bei uns eingeführt worden, im größeren Umfang. Und der Fliesenleger macht eben aus dieser Besonderheit der Fliese etwas, was uns gut tut, was für uns wichtig ist. Denken Sie mal an die Bäder, die heute gemacht werden. Denken Sie mal an die ganzen Dinge, die mit Fliesen hergestellt werden, sei es Bodenbelege, sei es Wandbelege außer der Reihe. Also die Fliese ist heute aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Vielen Dank, Herr Scherhack, für diese klaren Worte. Und damit bleiben wir auch gleich beim Thema und gehen raus auf die Baustelle zu Silvio Kalb und seinem Lehrling. Ein kleiner, aber feiner Meisterbetrieb aus dem Westerwald. Die Firmenfirma lässt Fliesenträume wahr werden. Duschen unterm Firmament. Wenn es die Kunden wünschen, holen die Handwerker sogar die Sterne vom Himmel. Ob Sauna oder Dampfbad, von mediterran bis modern, von nüchtern funktionell bis romantisch verspielt, quadratisch, praktisch oder schwungvoll elegant. Wellness-Träume, bei denen sogar der Fachmann ins Schwärmen kommt.
Sowas sind wirklich Momente, wo man sagen kann, da kommt man nicht oft in seinem Leben dran. Und hier kann ich sagen, hier habe ich mit dran gearbeitet. Goldene Armaturen, raumhochgefließte Wände, bodengleiche Wellnessdusche und raffinierte Mosaikarbeiten. Man sieht sofort, wenn ein Meister seines Faches Hand angelegt hat. Für mich war also schon durchaus wichtig gewesen, den Meisterbrief in der Hand zu haben, weil es doch schon oft dass mal Kunden gibt, die nachfragen, wie sieht's aus mit Ihrem Meister, haben Sie ihn noch gemacht? Und da kann ich einfach sagen, ja, für mich war es klar, ich ziehe das durch. Vorteil dieser Betriebsgröße, der Chef persönlich gibt sein Know-how an die Auszubildenden weiter. Ein Thema Ausbildung ist in meinen Augen also sehr wichtig, weil ich denke, dieser Job, der hier vollzogen wird, gerade in einem solchen Bauvorhaben, da muss man dran gehen können, wenn man Fachwissen hat, wenn man Know-how hat, wenn man Spaß an seinem Beruf hat. Die Ausbildung dauert 3 Jahre, der Verdienst ist überdurchschnittlich. Ja, ist sehr interessant, wir machen immer mehr neue Sachen und ich möchte auch den Beruf auslernen und ich mache erstmal einen Gesellenbrief. Dann halt als Fliesenleger weiterhin arbeiten. Ein starkes Team, dessen gute Auftragslage nicht wundert. Und so geht es für den Meister und seinen Lehrling direkt weiter zum Kunden auf die Baustelle. Unsere nächste Baustelle heißt sportliche Höchstleistung. Den kommenden Mittwoch stellen wir Ihnen bei HWK TV eine Orthopädie-Werkstatt vor, die sogar schon Athleten für die Paralympics fit gemacht hat.